Für den 17-jährigen Mustafa aus dem Gazastreifen beginnt ein neuer Arbeitstag. Seitdem er 10 ist, sammelt der Palästinenser Müll, um ihn zu verkaufen. Mustafas Vater ist krank, deshalb müssen die Kinder für den Lebensunterhalt der Familie sorgen. Etwa die Hälfte der Einwohner im Gazastreifen lebt unterhalb der Armutsgrenze. Am Anfang habe ich noch gehofft, bald wieder zur Schule zu gehen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass man dann auch nicht unbedingt einen Job kriegt. Da arbeite ich lieber für 2 Euro am Tag. Ich sammle Plastik, Steine, Beton und Altmetall. In dieser Einrichtung der Hilfsorganisation Terre des Hommes versucht man, diese Kinder wieder auf die Schule vorzubereiten. Einige von ihnen arbeiten, seitdem sie 5 Jahre alt sind. Kinder in Palästina sind vielen Gefahren ausgesetzt. Wenn sie zur Arbeit geschickt werden, hat das einen negativen Effekt auf ihre Persönlichkeit. Sie werden aggressiver und gehässiger und ärgern sich über die Gesellschaft. Sie denken, wieso muss ich arbeiten, wenn andere besser gestellt sind, tolle Autos fahren und im Luxus leben? Eigentlich ist Kinderarbeit im Gazastreifen verboten, aber niemand kontrolliert die Vorgaben. Und solange die Menschen hier so arm sind, werden Mustafa und seine Freunde keine Chance haben, wieder die Schule zu besuchen.